Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Professional Farmer Cattle and Crops. Wir sind gerade in dem ersten Szenario, was es in dem Spiel gibt. Und bekommen auch immer wieder Tipps hier, den lesen wir gleich, wenn wir hier die Bahn geändert haben. Also auf die nächste Bahn gewechselt haben. Hier klappt das mit dem Vorgewende deutlich besser. Also auf der anderen Seite habe ich es halt am Anfang vergeigt und dann durchgängig nicht richtig gemacht, dass man dann quasi den gleichen Bahnversatz haben. So, damit die Pflanze gesund bleibt, führt der Landwirt mit der Feldspritze Pflanzenschutz durch. Pflanzenschutzmittel kann man in Herbizide, Insektizide und Fungizide aufteilen. Aber auch hier gilt, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Ja, macht Sinn. Ich hole Fritte, hab vergessen, die Maschine einzuschalten. Hoch mit dem Ding. Nicht nur runterlassen, sondern auch einschalten ist die Devise. So. Nächster Versuch. Da unten waren wir ein bisschen zu weit. Können wir vielleicht gleich noch ein bisschen vor hochziehen. Müssen wir mal gucken. Oder wir machen halt so viel Vorgewinde da noch. Gucken wir mal. Hier haben wir, wie gesagt, nicht viel gemacht. Da müssen wir dann ein, zwei Bahnen machen. Aber hier kann man halt auch... Klar, man sollte so nicht außerhalb des Feldes drehen, weil das natürlich die Grasnarbe völlig zerstört. Und das ist ja nicht Ziel der Sache. Aber hier in-game können wir das uns durchaus mal erlauben. Würde ich doch sagen. Ja, heute sollten wir das auf jeden Fall fertig kriegen in der Folge. In der letzten Folge haben wir ja jetzt nur gesät, weil das braucht einfach seine Zeit. Aber wie schon gesagt, es ist ein Landwirtschaftssimulator, es ist kein actiongeladenes Rollenspiel, wo hier alle paar Minuten irgendwas passiert. Zur Landwirtschaft gehört halt auch dazu, dass man einfach mal eine ganze Zeit hier sät. Säen, pflügen, Ägen, das dauert halt alles seine Zeit. Auch weil wir hier jetzt nicht so die Riesenmaschine benutzen, sondern eher was Kleineres. Aber das ist halt das Leben eines Landwirtes, ne? Und das gehört halt auch zu den Let's Plays mit dazu. Dass die Zeit da benötigt wird. Ich meine, die Feldbahnen sind inzwischen ziemlich kurz. So. Dann können wir hier gleich mal drehen. Jetzt kommen wir fast auf die Straße raus, ne? Fast bis auf die Straße raus. 2,5 haben wir noch und dann sind wir durch. Dann sind wir durch. Dann machen wir das Vorgewende da noch und dann haben wir das Feld komplett eingesät. Und dann, es gibt Winter und Sommer- und Wintergetreide. Das meiste Getreide wird im Herbst als Wintergetreide, wie zum Beispiel Weizen, Gerste und Roggen, angebaut. Diese Pflanzen brauchen einen Kältereiz, um später Körner auszubilden. Moment. Der Vorgang nennt man auch
Vernalisation. Die Pflanzen bringen vor dem Winter Seitentriebe, das nennt man dann Bestockung. Im Frühjahr strecken sich die Triebe, das wird als Schossen bezeichnet und bilden dann Blüten aus. Beim Sommergetreide, was du gerade aussäst, läuft es ähnlich ab. Es braucht allerdings keinen Kältereiz und entwickelt sich somit in weniger Zeit bis zum Sommer, bringt aber meistens weniger Ertrag als das Wintergetreide. Okay, das war mir jetzt auch nicht bekannt. Das heißt also, ein Großteil vom Getreide wird tatsächlich eher im Herbst gesät. Das wusste ich auch nicht. Aber deswegen finde ich so Tipps auch immer wieder ganz gut. Lernt man auch noch was dazu und das schadet ja nie. Wie gesagt, wir spielen das Szenario. Es gibt insgesamt drei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Von der Saat bis zur Ernte, das ist das, was wir spielen, dauert etwa 3, 3,5 Stunden laut der Zeiteingabe dort. Also werden einige Folgen damit beschäftigt sein. Und dann gibt es noch was über die Heuernte und dann gibt es noch eins über die Bullenmast oder Tierhaltung. Den wollen wir nicht, wir wollen den daneben. Wenn ich bitten darf, genau den. Und dann müssen wir noch die zwei Kopfenden und dann haben wir alles gesät. Dann können wir loslegen mit dem nächsten Schritt. Was wir noch tun müssen, ist Mais legen, nannte der das. Machen wir den Teil da auch noch. Da ist dann wahrscheinlich die Frage, was bringt es? Ist der Verlust größer, wenn ich das nicht einsähe? Oder ist der Verlust größer, wenn ich diesen minimalen Streifen einsähe, weil der einfach mehr Saatgut auch ins Nirvana pumpt? Als wie er dann tatsächlich, als wie wir dann da nachher rauskriegen. Ich weiß es nicht. Wir säen einfach mal. So, da brauchen wir das Vorgewende noch. So, jetzt mache ich vielleicht mal den hier aus und den auch aus und fahre frei. Ja, ich sehe schon, wir hätten erst innen weiterfahren müssen, aber naja. Wie gesagt, wir sind kein Profi. Ich fahre halt nachher in die Innenbahn. Auf der anderen Seite machen wir es dann besser. Ist ja nicht so, dass wir nicht lernfähig wären, ne? Ja, habe ich gedacht, das reicht vielleicht, aber tut es ganz offensichtlich nicht. So, nächste Bahn. Brauchen wir noch eine dritte auf jeden Fall, sehe ich.
So, sähe das Feld zu Ende und vergiss nicht am Schluss das Vorgewende eines Stück. Bin ich gerade dabei, mein Lieber? Da bin ich gerade dabei. So, machen wir mal weg. Hoppala. Falscher Knopf. Das falsche Knöpfchen. So. Läuft. Ja, hier hätten wir es nicht mehr gebraucht, aber da vorne auf jeden Fall noch. Da sind wir jetzt einfach zu, oder war ich einfach zu uneinheitlich. Aber ja, ist halt so, ne? Ja, hier brauchen wir es. Aber hier reichen wir dann auch damit aus, wenn ich das richtig sehe. Sehr schön. Ups. So, jetzt müssen wir hier hinten mal gucken. Glaube, da müssen wir hier irgendwie so anfangen. Nicht ganz so weit. Ja, aber auch nicht viel weniger sehe ich gerade. So. Ja, hier machen wir natürlich auch viel wieder zweifach. Bedingt dadurch, dass ich das auch ein bisschen zu uneinheitlich gemacht habe. Aber ist halt so, ne? Gesagt, da lerne ich auch noch. Ich überlege gerade, ob wir nicht doch außen anfangen. Der Grund, dann habe ich einen besseren Anhaltspunkt, wie ich innen vernünftig fahre. Weil hier außen habe ich jetzt eine schöne Kante. Und dann kann ich, weil ich habe es eben schon gesehen, ich bin da zu weit. Ihr seht, wie weit ich da reingekommen bin. Zu weit. Deswegen fangen wir tatsächlich doch wieder außen an und machen dann die Innenbahn. Weil dann habe ich immer schön einen Anhaltspunkt, nach dem ich mich richten kann. Ich bin da viel zu schräg gefahren. Nee, das sehen wir jetzt aber noch fertig. Ist die jetzt ein oder aus? Ein. Ich wollte sie ausmachen. So. Das sehen wir jetzt noch fertig, ne?
So viel Zeit muss sein. Weil dann seht ihr, hier habe ich jetzt einen schönen Anhaltspunkt, nach dem ich mich richten kann. So, ich glaube, das könnte die letzte Bahn sein. Ne, eine brauchen wir noch. Hätten wir nicht gebraucht, wenn ich die andere vernünftig gefahren wäre. Bin ich aber nicht. Von daher war das doch nicht so falsch, wenn ich außen anfange und nach innen fahre, auch wenn das wahrscheinlich eher nicht die gängige Praxis ist. Tippe ich mal. Ich müsste mal einen Helfer dabei beobachten. Da wollte ich nicht rein. Falschen Knopf wieder gedrückt. So, das ist jetzt aber die letzte Bahn. Ja, wenn wir die anderen da jetzt rechts neben uns richtig gemacht hätten, dann hätten wir uns die hier sparen können. Aber... hat nicht sollen sein, ne? Aber im Großen und Ganzen sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Klar kann sein, dass jetzt der ein oder andere Profi gerade einen Lachkrampf kriegt. So. Jetzt müssen wir hier noch den Allrad wieder ausschalten. Dann zum Händler fahren. Das ist schön, wenn ich jetzt, ich habe es einfach N gedrückt, dafür, dass der Helfer, also dass der Autopilot fahren soll. Und da klappt dann ganz brav erstmal die Maschine ein. Nehmt die Kurve sehr ambitioniert. Das muss man ihm lassen. Ich glaube, das Feld, da haben wir schon öfters mal im Tutorial geerntet, Getreide geerntet. Ja, es gibt große Felder, da ist man da noch eine Weile beschäftigt mit Düngen oder Ernten oder Säen. Wobei man da halt den großen Vorteil hat, dass Helfer das machen können und sogar mehrere Helfer gleichzeitig. Was steht denn da? Ach, das ist ein Containerschiff. Ein Containerschiff. Richtig, da ist ja der Hafen. Gar nicht dran gedacht. Container habe ich zwar an sich soweit erkannt, aber ich habe mich gewundert, was sie da sollen. Aber klar, hier ist ja der Fluss. Dann macht das Ganze ja sogar wieder Sinn. Kleiner Teich. Irgendwas raschelt. Das ist aber nett, dass der wartet.
Weil eigentlich müssten wir stoppen. Ach so, Bioladen, ha? Süß. Der biegt auch ab. Der biegt auch ab. Ja, dann sind wir auch gleich beim Händler. Da werden wir dann auch diese Folge hier beenden. Wenn wir das alles abgekoppelt. Ich vermute mal, dass wir abkoppeln müssen. Und wahrscheinlich kriegen wir dort dann noch wieder neue, ne? Andere Maschinen, weil wir müssen ja noch Mais legen, wie der so schön sagte. Am Anfang des Szenarios. Mais müssen wir auslegen, Getreide säen wir. So. Bringe zurück zum Händler. Wohin ist egal. Laden wir sie da hinten ab. Jetzt kann man gucken, ob sich die ausklappen und einzeln abhängen. Weil so sah das jetzt nicht gut aus. Ah. Ups. Hoppala. So, gut gemacht. Jetzt ist der Mais dran. Mais wird für die Fütterung von Tieren und auch für die Biogasanlage verwendet. Mais ist sehr pflegeleicht und wächst auf vielen Standorten. Die Pflanzen können Sonnenschein besser verwerten als andere Pflanzen, aber auch der Mais braucht Wasser, Nährstoffe und Schutz. So. Das, meine Lieben, machen wir bei der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.